Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei Ihrem BLK TV. Wir starten damit gemeinsam in ein langes und hoffentlich sonniges Pfingstwochenende. In unserem ersten Thema geht es um tolle Fotos. Am Mittwoch wurden im Zeitzer Schloss Moritzburg die Preisträger des diesjährigen Fotowettbewerbes des Burgenlandkreises gekürt. Allerdings war die Preisverleihung anders als sonst gewöhnt. Aber schauen Sie selbst. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Sachgebietsleiterin Maria Fischer und ich möchten Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Kreisfotoschau des Burgenlandkreises hier im wunderschönen Schloss Moritzburg in Zeitz begrüßen und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Einschalten ist überhaupt das Stichwort, denn fast wäre diese Veranstaltung Corona-bedingt ins Wasser gefallen. Umso mehr möchte ich mich bei Landrat Götz Ulrich, Herrn Kunze vom Burgenlandkreis und dem Burgenland TV für die Organisation des Livestreams bedanken. Natürlich bin ich auch als Oberbürgermeister der Stadt Zeitz stolz, dass die Kreisfotoschau hier bei uns in unserem Museum stattfinden kann. Ein Ort, wo hochwertige Kunst zu finden ist. Und falls Sie es noch nicht wissen sollten, wir haben seit kurzem, seit April, eine neue Homepage. Und dafür danke ich nochmal ausdrücklich der Fördergesellschaft Schloss Moritzburg und insbesondere Herrn Rainer Eckel. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, das umfangreiche Angebot des Museums Schloss Moritzburg in Zeitz auch von zu Hause aus zu erkunden. Die Kreisfotoschau selbst gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit, einen ganz neuen Blick auf interessante und schöne Motive im Burgenlandkreis zu richten, darüber mit anderen Menschen vielleicht ins Gespräch zu kommen oder einfach selbst diese neue Perspektive auf den Burgenlandkreis und die einzelnen Motive zu entdecken. Ich danke noch einmal dem Burgenlandkreis, allen Mitwirkenden. Ich gratuliere vor allem den Preisträgern dieses Jahres. Und ich denke, Sie haben die Preise auch redlich verdient. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der Eröffnung der Kreisfotoschau. Viel Spaß. In einer Zeit, in der sich fast alles nur noch um Corona dreht, ist es dringend erforderlich, dass wir unsere Gedanken endlich auch wieder Kunst und Kultur zuwenden, die in diesen Wochen und Monaten, wie sicher viele andere Bereiche auch, in wirklich schwere Fahrwasser geraten sind. Und gelungene Fotografie ist eben nicht nur Technik, nicht nur Handwerk, sondern Kunst. Zur diesjährigen Kreisfotoschau konnten wir uns wieder über eine sehr rege Beteiligung freuen und das, obwohl wir ein sehr beliebtes Fotoformat, nämlich 20x30, ausgeschlossen hatten. Dadurch wurde die Latte ein Stück weit höher gehangen und trotzdem sandten uns 90 Fotografinnen und Fotografen ihre Arbeiten ein an das Amt für Bildung, Kultur und Sport im Landratsamt des Burgenlandkreises. Und was besonders hervorzuheben ist, darunter waren auch 14 Kinder und Jugendliche. So erreichten uns insgesamt 382 Aufnahmen, von denen die fachkompetente Jury etwa 70% in einem mühseligen Prozess beiseite legen musste. Abschließend nun, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen, den Fotoamateuren und Fotoprofis, ganz herzlich danken für die
die zum Teil sehr beständige Teilnahme an unserem Wettbewerb. Dafür ein großes Lob. Auch unseren Sponsoren gilt der Dank, nämlich unserer Sparkasse Burgenlandkreis für die Preise der Erwachsenen und dem Weißenpfälzer Rotary Club Heinrich Schütz für die Preise der Jugendlichen. Herzlichen Dank dafür. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zur Preisverleihung unseres ersten Kinder- und Jugendpreises. Diesen Preis erhielt Noah Madi aus Lützenden. Und der Noah, der war doch schon einige Zeit in der kleinen blauen Maus in Lützenden, die recht bekannt ist. Und die Grit Deibicht, die dort diesen Kurs leitet, die hat dafür gesorgt, dass ihre Kinder also wunderschön in die Spur kommen, die Fotospur. Und deswegen hat scheinbar auch der Noah diesen Preis geholt mit seinem Pfützenspiegelbaum. Den Preis, den hat diesmal der Rotary Club Heinrich Schütz Weißenfels spendiert. Frau Seifert ist die Präsidentin und hat die ehrenvolle Aufgabe, jetzt den Noah den Strauß Blumen zu überreichen und vielleicht noch die Urkunde, die können wir uns dann nochmal anschauen. Und natürlich auch die Blumen, und wir werden noch mit Noah ins Gespräch kommen, wie er zu seinem Foto gekommen ist. So, Frau Seifert, Sie dürfen. Ja, also, ich freue mich sehr für dich, vor allen Dingen in so jungen Jahren schon so einen Erfolg zu haben. Ja, natürlich auch die Urkunde dazu und der Preis, der ist hier drin, und weiter so, kann ich nur sagen. Danke sagen. Der Vati von Noah, der muss aber noch ein bisschen aushelfen, ist ja ganz klar. Dankeschön. Ja, vielleicht noch an Noah ein paar Fragen. Noah, wie bist du zur Fotografie eigentlich gekommen? Meine Mama und mein Papa, die fotografieren ganz viel, und dann würde ich auch mal fotografieren und mache das auch meistens. Und wie ist dazu gekommen, dass du diese Pfütze gesehen hast mit diesem Baum? Ich bin mit Frau Deibicht im Park lang gelaufen, und da hat es halt davor geregnet. Und im Park steht so ein Baum ohne Blätter, und vor dem, da am Weg, da war so eine Pfütze, die den spiegelt. Und das habe ich dann fotografiert, weil ich das schön fand. Na wunderbar. Und Herr Madi, wie unterstützen Sie jetzt das Hobby Ihres Sohnes? Ich würde dann versuchen, das Beste daraus zu machen, weil sie mit Ausrüstung und mit ihm rauszugehen. Mal schauen, was noch kommt. Und da sieht das so aus, als ob du jetzt in Zukunft, Noah, vielleicht noch weiter fotografierst, oder? Mhm. Wunderbar. Da wünschen wir dir auf deinem fotografischen Lebensweg alles, alles Gute. Und denke dran, die besten Fotos sind immer die, die man am liebsten anschaut. Ja, immer mal die Fotos anschauen und auch mal zu überlegen, was kann man da noch besser machen. Das ist immer sehr wichtig. Aber du hast ja schon so ein tolles Foto gemacht. Du bist ja schon in Spitzenklasse. Also nochmal vielen Dank für deine Teilnahme, Noah. Die anderen Preisträger, die werden wir dann leider Gottes wegen der Regelungen anschreiben müssen oder einzeln ins Büro bitten, um den Preis abzuholen. Aber heute eben erstmal vor dieser schönen Kulisse machen wir das mit Noah und sind froh, dass wir einen Sponsor gefunden haben, nämlich Rotary Club Heinrich Schütz Weißenfels. Schon seit 2004 sind Sie im Geschäft und sponsern die Preise für unsere Kreisfotoschau. Ja. Da können wir Ihnen auch herzlich danken, dass Sie damit von der Partie sind. Ja, ja. Und fotografieren Sie auch, Frau Seifert? Aber selbstverständlich. Ja. Man tut sein Bestes, aber Preise gewinne ich damit nicht. Ja, man weiß es nicht, vielleicht kommt das noch. Also, das war erstmal der Kinder- und Jugendpreis. Und jetzt kommen wir dann gleich zum Preis der Erwachsenen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, nachdem wir nun diesen Preis an den Noah Madi vergeben haben, kommt nun der erste Preis im Erwachsenenbereich. Und der erste Preis ist, wie Sie schon gemerkt haben, Dieter Meyer aus Weißenfels, der schon seit vielen Jahren bei unserer Kreisfotoschau mitwirkt. Er ist ein großer Weltenbummler, er ist jemand, der umtriebig ist, der eine Firma leitet, eine Natur- und Regionalplanungsfirma. Also ist es jemand, der immer an Ort und Stelle ist, und er hat viel zu fotografieren, hat noch schon viele Ausstellungen gemacht bei uns im Landratsamt. Und nun mit seinem Foto hat er hier alles, wie kann man sagen, abgeräumt. Und Herr Meyer, den ich herzlich begrüße, und möchte ich Ihnen hiermit den Preis überreichen. Lieber Dieter Meyer, alles Gute zu dem ersten Preis. Er ist auch ein bisschen mit Geld verbunden.
Und wir freuen uns, dass alles so gut geklappt hat. So, jetzt wollen wir mal natürlich überlegen, wie es zu dem Foto gekommen ist, Herr Mayer. Also erstmal möchte ich mich bedanken, also bei der Johannes Gunze und auch beim Rotary Club. Die Preise kommen vom Landkreis. Okay, oder vom Landkreis. Nein, stopp. Die Preise, das Preisgeld kommt von der Sparkasse Burgenlandkreis. So. Ich möchte mich erstmal bedanken, für, dass ich also hier den ersten Preis gewonnen habe, dass man das ausgesucht hat für den ersten Preis. Das sind ja eigentlich zwei Fotos, die den ersten Preis hier gewonnen haben. Es sind auch noch ein paar andere Fotos von mir mit da. Und ich habe mich, Johannes Kunz hat es ja gesagt, ich habe ja schon mehrfach an der Kreisfotoausstellung teilgenommen. Aber es sind natürlich immer, sag mal, sehr vieles, sehr gute Bilder fanden und da kann ich mir natürlich vorstellen, die Jury hat da auch etwas die Qual der Wahl, was man da nun also auswählt und ich freue mich, wie gesagt, dass ich also hier die Fotos gewonnen habe. Ja, um vielleicht nochmal darauf hinzukommen, wie die entstanden sind, ja, der Johannes Kunz hat es gesagt, ich bin also eines meiner Hobbys ist eigentlich Reisen und Fotografieren und ich verreise möglichst in solche Länder, die nicht unbedingt so diese Touristen-Hotspots sind. Dieses Bild ist ja in Afghanistan entstanden, da reist ja auch nicht jeder hin heute. Viele haben mich ja da als verrückt erklärt, als ich da hingefahren bin. Das war vor anderthalb Jahren. Und, aber ich muss sagen, ich war also wirklich angenehm überrascht. Man ist meist in solchen Ländern, in denen man das nicht erwartet, wird man also auch gut behandelt. Das war das einzige Land von den vielen Ländern, wo ich war, wo ich an der Grenze von den Soldaten mit Handschlag begrüßt wurde, wo man sagte, welcome in Afghanistan und zwei Mann nahmen meine Tasche und Touren, die ins nächste Auto, was bereit stand. Da habe ich mich sehr gewundert und wie gesagt, ich fotografiere also gern Menschen. Man sieht das hier das ist in Äthiopien entstanden und auch Landschaften oder auch Tiere. Der Johannes Kunze weiß das, weil jetzt hängen gerade ein paar Bilder im Landratsamt von mir in Weißenfels und das sind also auch vor allen Dingen Kinder, bin ich der Meinung, sind also überall auf der Welt dankbare Objekte. Und meine Erfahrung, wenn ich das vielleicht mal hier noch mitteilen kann, ist immer so, oftmals sind die Kinder erstmal ängstlich, wenn es mehrere sind, sind sie ängstlich und schicken quasi einen vor als Testobjekt und dann wollen sie natürlich das in der Kamera sehen und dann will jeder fotografiert werden. Dann könnten sie zwei Speicherkarten haben, um die alle fotografieren und die meisten versuchen dann richtig in die Kamera reinzukriechen, ich sag's mal so. Hier war das ein bisschen anders, die Kleine hier, die, ja, wie gesagt, das habe ich am frühen Morgen aufgenommen in Afghanistan und man sieht natürlich auch, dass die Kinder dort also dann oftmals kein einfaches Leben haben. Ja, das sieht man auch an und das Licht war vergleichsweise gut und die Kleine ließ sich also auch ordentlich fotografieren, also hat ohne Probleme und ich habe da auch mehrere Fotos gemacht, das habe ich also bloß ausgesucht. Ja, das ist das. Vielleicht nochmal, wenn ich das mal noch ein persönliches Anliegen nehmen kann zu diesem Foto. Auch der erste Preis, also wir haben zwei Fotos für den ersten Preis. Das ist also ja, besonders eigentlich, wenn man viel reist, sehr beeindruckend oder negativ beeindruckend. Man sieht also hier, der kleine Junge, obdachlos, liegt auf der Straße und alle anderen stehen daneben, drehen ihm den Rücken zu, interessiert sie überhaupt nicht, machen sich hier fröhlich in der Gaststätte. Und das ist das, was ich sag mal so auch auf den Reisen, die ich gemacht habe, immer wehtut. Wenn ich Kinder sehe, die also auch dadurch durch die gesellschaftlichen Verhältnisse benachteiligt sind. Und die Kinder können sich ja nicht wehren. Die sind ja eigentlich die Schwächsten in der Gesellschaft letztendlich. Aber die kriegen es am meisten ab mit, ne? Viel mehr als die Erwachsenen. Auf der anderen Seite wieder wundert man sich, wie oftmals in solchen Ländern, wie fröhlich auch die Kinder sind und wie ausgelassen, wenn man fotografiert. Ja, also das ist auch wieder eine andere Sache. Aber hier, das ist eben besonders drastisch, das war in Kambodscha. Aber das findet man eben in vielen anderen Ländern auch, dass also Kinder auf der Straße leben und die Erwachsenen dann gleichgültig sind, das tut also auch weh, wenn man dahin fährt. Aber man kann natürlich wenig machen. Ja, man kann da ein bisschen was geben, den Eltern oder wie auch immer, aber man muss dann die Verhältnisse vor Ort ändern, man kann das nicht persönlich ändern, das ist das Schwierige eben. Ja, ja, das wäre vielleicht das, was ich hierzu noch zu sagen hätte. Wie gesagt, ich freue mich eben, dass ich den Preis gewonnen habe und möchte mich eigentlich nochmal bedanken. Wunderbar. Natürlich ist die Freude immer auf beiden Seiten. Wir freuen uns auch sehr, dass Herr Mayer hier mitgemacht hat und solche interessanten Fotos abgegeben hat. Und nun bekommt er noch einen Blumenstrauß von uns. Einen Blumenstrauß, der hier vom Museum Zeitz organisiert wurde. Und vielen Dank, Herr Mayer, für die gute fotografische Leistung. Und damit darf ich mich von der kleinen Preisverleihung, die nun sehr bescheiden ausgefallen ist, verabschieden.
und wünsche Ihnen noch, Sie, liebe Zuschauer, Ihnen gute fotografische Ergebnisse. Vielen Dank. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunmölzen. Hey Schnucki, was machst denn du? Ich schaue Angebote durch. Ich hab da eine Idee, komm mal mit. Ah, warte, ich brauche noch meine Angebote. Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospektewälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern. Wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und Genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Das Zeitzer Schloss ist ab sofort wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Und die Fotoschau, in der Sie natürlich auch die Werke der eben vorgestellten Preisträger bewundern können, die ist noch bis zum 4. Oktober geöffnet. Also schauen Sie doch mal rein. Wir kommen zum nächsten Thema. So langsam kehrt das normale Leben zurück, aber viele haben sich doch an Online-Shopping gewöhnt. Warum das gar nicht so gut ist, das haben wir für Sie mal zusammengestellt. Online-Shopping ist bequem, aber langweilig. 5 Gründe, warum du lieber in der Stadt einkaufen solltest. Wer online shoppt, tappt häufig in eine Falle. Besonders beim Hosenkauf ein Problem. Am Model, noch super lässig und cool, schnürt sie dir zu Hause die Luft ab. Und der Verpackungsmüll erst. Kleinste Teile, die man aus einem Paket, aus einem Paket, aus einem Paket, aus einem Paket wühlen muss, nerven. Dann doch lieber ins gut sortierte Regal greifen. Vor dem PC versauern und aus purer Einsamkeit beim Online-Dating anmelden? Wer zum Shoppen das Haus verlässt, erlebt vielleicht eine Überraschung. Außerdem kannst du die Zeit nutzen, um mit Freunden über den letzten Rechtswipe-Fail zu quatschen. Kaffee trinken und Tüten aus den Geschäften tragen ist 10-mal schöner als Kaffee aus der Filtermaschine. Wer kennt es nicht? Das Paket ist offen und einem weht ein unangenehmer Geruch in die Nase. Das Handy ist doppelt so groß wie gedacht, der Laptop wiegt mehr als ein 11-jähriges Kind. Im Shop passiert das nicht. Wer jetzt noch vorm PC sitzt, sollte sich schnell die Schuhe binden. Denn auf der Euroshop in Düsseldorf wurden Ideen vorgestellt, die Shopping im Shop jetzt noch schöner machen. Gerade beim Einkaufen haben es Mitmenschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, nicht gerade einfach. Vielfach erschweren Stufen ihnen den Zugang zu Geschäften, Behörden oder auch anderen Sehenswürdigkeiten. Dagegen soll auch im Burgenlandkreis jetzt etwas getan werden. Und das mit ausrangiertem Spielzeug. Wie das geht, das haben wir uns für Sie einmal angesehen. Sie sind bunt und von vielen Kindern das Lieblingsspielzeug. Doch irgendwann erlischt das Interesse und sie fristen ein Dasein auf dem Speicher oder im Keller.
Das muss nicht so bleiben. Überall gibt es Hindernisse für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollatoren oder selbst junge Eltern mit Kinderwagen. Das soll jetzt hier im Burgenlandkreis anders werden. Mit den quietschbunten Rampen aus den kleinen Bausteinen. Mobile Rampen aus Legosteinen sollen den Burgenlandkreis barrierefreier machen. Vorbild für das Projekt sind Aktionen aus Köln, Hanau, Bielefeld und Mittelteich. Für eine Rampe werden rund 600 Legosteine benötigt. In erster Linie sind Basic-Steine, Basic-flache Steine, Grund- und Bauplatten, 45 Grad Dachschindeln, lange und flache Dachschindeln gefragt. Zusammengebaut werden die bunten Rampen anschließend von Jugendlichen des Internationalen Bundes sowie allen Helfern und Institutionen, die sich am Projekt beteiligen möchten. Wenn Sie also mitmachen wollen und alte Legosteine spenden möchten, wenden Sie sich am besten an die Behindertenbeauftragte des Burgenlandkreises. Angenommen werden die Steine auch bei folgenden Partnern. Machen Sie das Leben der Betroffenen einfacher und unsere Stadtbilder etwas bunter. Wenn Sie also nicht mehr benötigte Legosteine haben, dann geben Sie diese doch bitte bei der Behindertenbeauftragten ab und helfen Sie damit anderen. Tolle Idee, wie ich finde. Leider war es ja in diesem Jahr nicht möglich, das Konzert im Tagebau der MIBRAG durchzuführen. Wer einmal dabei war, der kennt das besondere Flair dieser Veranstaltung. Wir bringen Ihnen das Konzert noch einmal zu Ihnen nach Hause. Eigentlich fährt man zum Konzert im feinen Anzug in einen der Konzertsäle in den umliegenden Großstädten, doch einmal im Jahr ist das anders. Dann lädt die MIBRAG zum Konzert mit dem Leipziger Symphonieorchester ein. Das an sich ist noch nichts Besonderes, doch die Konzerte finden dann an ungewöhnlichen Orten statt, was sie für die Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Also es ist eine Tradition, die MIBRAG ins Leben gerufen hat. Es ist in diesem Jahr das 8. Tagebaukonzert der MIBRAG, was wir im Prinzip durchführen. Das machen wir immer an verschiedenen Locations, die doch ungewöhnlich sind, von einer Werkstatthalle bis heute hier im Tagebau Profen in einer Tunnelröhre. Da, wo sonst schwere Tagebaufahrzeuge unter der Verbindungsstraße von Hohenmölzen nach Profen verkehren, bot sich für die Gäste ein besonderes Bild. Rund 400 Sitzplätze in der farbig ausgeleuchteten Tunnelröhre warteten auf die Musikfreunde. Die Zusammenarbeit der MIBRAG mit dem Leipziger Orchester hat Tradition. Also wir haben uns gedacht am Ende, dass eben, ich sag mal, Industrie und Kultur auch ein Stück weit zusammengehören. Wir haben also seit vielen Jahren eine Kooperationsvereinbarung mit dem Leipziger Sinfonieorchester. Und das ist im Prinzip eine Zusammenarbeit, die seit 1997 im Prinzip schon durchgeführt wird. Und es ist eine tolle Tradition und die pflegen wir. Eine Stunde vor Konzertbeginn wurden die Gäste in den Tagebau gefahren und konnten sich bei Getränken und Gegrilltem auf das in diesem Jahr besondere Programm einstimmen. Wie immer verzichteten alle Künstler auf ihre Gage. Die Eintrittsgelder kommen auch in diesem Jahr wieder Vereinen in der Region zugute. Heute ist es ein ganz besonderes Konzert, weil wir haben ja in diesem Jahr unser Firmenjubiläum. Die MIBRAG wird 25 Jahre und da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar ist diesmal eine Kombination aus dem Leipziger Sinfonieorchester. Dann kommt noch der Max-Klinger-Chor aus Leipzig dazu und die Band The Butlers, die also dann populäre Beatmusik noch zum Besten geben. Und die drei in der Kombination ist natürlich doch ein besonderes Konzerterlebnis und zieht natürlich dann auch viele Besucher an. Diese musikalische Kombination traf auch sofort den Geschmack der Besucher. Thank you.
Schon nach dem ersten Stück hatte das Orchester die Zuhörer in ihren Bann gezogen. Spätestens beim Auftritt der Butlers wippten in allen Reihen die Füße, einige hielt es dann gar nicht mehr auf den Plätzen. Als dann auch noch Band, Orchester und Chor zusammen auf der Bühne standen, war für die Besucher der besondere Konzertbesuch perfekt. In Windeseile verging die Zeit, für viele hätte das Konzert noch viel, viel länger gehen können. Also wir, im nächsten Jahr wird es wieder ein Tagebaukonzert geben. Wir wechseln immer zwischen dem Tagebau Schlehnheim und dem Tagebau Profen, also Sachsen sowie Sachsen-Anhalt. Und die Karten gibt es letztendlich über unser Haus. Wir machen da im Prinzip eine Meldung oder dann über das Leipziger Sinfonieorchester. Die im Prinzip vertreiben diese Karten auch. Und wir werden dann auch wieder Vorverkaufsstellen bemühen, dass also Interessierte aus dem Umfeld bequem an die Karten kommen, die sie gerne haben möchten. Mehrfach war zu hören, dass man sich schon auf das nächste Konzert freue. Und das gibt es dann im kommenden Jahr. Dass in der Stadt Weißenfels nicht alles neu und modern ist, das wissen nicht nur die Ortsansässigen. Selbst bis in die Filmbranche hat sich das herumgesprochen. Damit kommen bekannte Schauspieler in die Saalestadt und diese für Kenner in die ganze Welt. 2016 zum Beispiel erlebten die Weißenfelser eine Reise in die Nachkriegszeit. Regisseur Sem Gabarski hatte Weißenfels als Drehort für seinen neuen Film Auf Wiedersehen Deutschland auserkoren. Es hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgesprochen. In Weißenfels wird ein Film gedreht. Richtig großes Kino mit allem drum und dran. Die Straßenzüge Weinberg und Nordstraße bieten den Filmemachern eine Kulisse, die sie überzeugten, hier in der Saalestadt zu drehen. Die Basiselemente sind halt da gewesen, um drumherum wieder aufzubauen. Ja? Anstatt alles ex nihilo irgendwo aufbauen zu müssen, war schon... Ist auch besser, wenn man Steine findet, die noch authentisch sind, ja? Wände, die wirklich noch gelebt haben. Ja? Das sieht man im Film, spürt man in einem Film und das haben wir halt hier gefunden. Sehr glücklich darüber, unter uns gesagt. Pessimisten könnten ja nun behaupten, dass die Entwicklung in Weißenfels stagniert. Denn wo sieht es noch so wie nach dem Kriege aus? Doch die Mehrheit ist begeistert. Und vielleicht ist es nicht das letzte Mal, dass man hier das Rufen des Produktionsleiters hört. So scheint es wohl auch passend, dass die Tragikkomödie um 7 jüdische Freunde gerade in der Gegend gedreht wird, in der die jüdische Gemeinde von Weißenfels bis zum 9. November 1938 ihren Gebetsraum hatten. Aber wieder zurück zum Film und zu den Dreharbeiten. Namhafter Hauptdarsteller ist Moritz Bleibtreu. Er spielt den David, der mit seinen 6 jüdischen Freunden nach Kriegsende an den Haustüren Bettwäsche und Handtücher verkauft, um schnellstmöglich die teure Ausreise in die USA bezahlen zu können. Und gleichzeitig wird er aber beschuldigt, mit den Nationalsozialisten kollaboriert zu haben und gerät da in ein großes Problem. Und es ist eine echte Tragikomödie und wie ich hoffe, wird es ein sehr, sehr schöner Film.
Eigentlich spielt sich die Geschichte in Frankfurt ab. Doch Weißenfels bietet hierbei die bessere Kulisse. Als wir die Möglichkeit erhielten, die Dreharbeiten zu verfolgen, wurde gerade eine Szene mit einem dreibeinigen Hund gedreht. Die mit dem Hund, die ist fast am Anfang vom Film. Der Hund, wie Sie gesehen haben, ihm fällt ein Bein, ja, ist auch ein Kriegsversehrter. Ja, und, Kriegsveteran. Kriegsveteran, ja, und ist der Teil der Bande, der gehört auch dazu. Ja, und der kann halt sich bei so einem Wegweiser auch nicht so richtig zurechtfinden. Ja, und dann kommt David, der Chef der Bande ist und hilft ihm nach Hause. Flipper heißt er, ja, das ist für einen dreibeinigen Hund natürlich ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiger Name. Aber er ist ein sehr lieber Kerl und wir haben ihn schwer in unser Herz geschlossen und er ist Teil von unserem Team. Der auf dem Namen Flipper hörende Vierbeiner ist solch ein Filmzirkus irgendwie gewöhnt. Und doch braucht es ein wenig Überzeugungskraft in Form eines Stegs, dass er auch dahin schaut, wohin er soll. David trägt den Hund die Straße entlang. Und auch bei dem Bewusstsein, es ist nur ein Film, wird man automatisch in diese Zeit hineingezogen. Sie waren ja vorhin drüben am Set, also so diese ganze Straße da entlang zu laufen mit dem aufgebauten Set. Ich weiß nicht, ich war noch nie an so einem Set, aber das sah doch schon eindrücklich aus, wie die Zeit darüber kam. Das geht nicht an vielen Orten so. Die Komparsen mussten zum Teil sehr lange an einer und der gleichen Stelle stehen. Ein Preis, den man gerne zahlt, wenn man Teil eines Kinofilmes ist. Doch in den Pausen, wenn die Kamera umgebaut wird, wird dann schnell mal das Smartphone gezückt und ein, zwei Erinnerungsbilder gemacht. Trotzdem herrscht eine strenge Disziplin am Set und die Anweisungen für die Schauspieler sind immer klar. Doch es gibt auch Drehtage, da kommt das Kind im Manne zum Vorschein. Nun, allein der gestrige Drehtag war für uns alle Schauspieler mittleren Alters so was grandios Schönes. Wir durften einen Oldtimer zertrümmern. Und ich meine, wenn man mit Hacke und Schaufel und allen möglichen Gerätschaften so ein schönes Auto wie kleine Kinder so zertrümmern dürfen, das war wirklich schon ein bisschen wie Kindergeburtstag für uns alle. Und war eine Riesenfreude. Das hat wirklich... Also so ein tolles Auto, wenn man sich's anguckt, dann denkt sich, wow, wie schön, aber dann durften wir das wirklich auseinandernehmen. Die Chemie unter den Protagonisten stimmt auf jeden Fall. Dadurch wird die eigentliche Arbeit ein Vergnügen. Anatol Taubmann bringt es auf den Punkt. Wir sind ja alles Männer, die schon über 40 sind, schon einige Brüche im Leben erlebt haben. Und dann so ein egofreies Team zu haben, und dann auch einen Führer zu haben. Führer. Entschuldigung, du, ich bin ja auch Jude, ich habe auch drei Großeltern verloren. Ne? Aber das ist, muss man wirklich sagen, mit dem Moritz Bleibtreu, mit ihm haben wir da jemanden gefunden, der wie ein Baum mit großen, dicken Wurzeln vor uns steht, wo man da Schatten finden kann. Aber er führt uns auch wunderbar. Es ist eine Freude, unter ihm zu arbeiten als Leader. So. Das ist, ja. Und was auch sehr authentisch war natürlich, wenn man all diese Schauspieler, Ungare, Amerikaner, Strich, Israel, Strich, Ukraine, unser lieber Türke, ja, Tim Seyfi, da haben wir doch auch einen Deutschen dabei. Dann, also wir haben nur zwei Juden, die jüdischer Abstammung sind, ja, von diesen sieben. Und wir funktionieren da zusammen wie das Schweizer Uhrwerk. Also es funktioniert. Jedes Rädli, jedes Drahtli, jedes Gummi, das ist ganz toll. Es muss nicht mal geölt werden. Aber selbst die deutschen Schauspieler heißen Löw und Bleibtreu. Also Ja, genau. Also auch die Art und Weise, wie wir alle so zusammengewürfelt wurden aus den verschiedensten Ecken der Welt, ist ja auch so ein Teilaspekt des Films. Wir machen einen Film, der auf Wiedersehen Deutschland heißt und es geht um Deutsche, die Deutschland verlassen wollen. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr im Frühjahr genauso wie jetzt ein ganz besonderes Thema sein, in Zeiten, in denen alle nach Deutschland kommen wollen. Anführer der kleinen Bande ist David, alias Moritz Bleibtreu. Der 45-Jährige zählt seit 20 Jahren zu den führenden deutschen Schauspielern. Auch er ist von der Region und insbesondere von Weißenfels begeistert. Ja, wie gesagt, großartig, ne? Dass man sowas innerhalb einer Stadt bauen kann und dass einem die Stadt das möglich macht, die Region einem das möglich macht, solche Sets zu bauen mitten im Zentrum von der Stadt oder fast im Zentrum, das ist schon was ganz Besonderes und für uns natürlich genial.
Leider beschränkt sich der Eindruck von der Saalestadt nur auf die beiden Straßenzüge. Einen wirklichen Kontakt zu den Weißenfeldern, dazu hatte er bis jetzt noch keine Gelegenheit. Aber die Region erschließt sich mir halt immer mehr. Das ist mittlerweile jetzt der dritte große Film, den ich hier mache. Und jetzt, ich kenne mich hier jetzt schon mittlerweile sehr, sehr gut aus. Doch bei all dem Lob und der Freude konnte man bei ihm während des Drehens eine gewisse Anspannung bemerken. Ach, das hat mit Film oder nicht Film arbeiten nicht zu tun. Es gibt immer Momente, wo man sauer ist. Also wir haben nun mal leider einen Beruf, wo wir sehr schnell Ergebnisse erzielen müssen, weil wir die Zeit nicht haben, das vielleicht etliche Male zu wiederholen. Und wenn da mal das ein oder andere nicht klappt, dann entsteht mal eine Unruhe oder Nervosität oder so. Das ist aber völlig normal. Dafür sind wir nicht bei der Post, dass wir auch mal ruhig auch zeigen können, wie wir uns fühlen mal. Eine lange Bedenkzeit, um die Rolle des David anzunehmen, gab es für Bleib treu nicht. Das kann ich ganz schwer benennen oder beziffern. Es gibt Geschichten, die ich lese und Figuren, die ich lese, wo ich sage, da habe ich was zu geben, da passiert was in mir und das möchte ich erzählt sehen oder wissen. Und dann mache ich das. Weißenfels, die Filmstadt. Daran könnte man sich gewöhnen. Für Moritz Bleib treu wird die Saalestadt auf jeden Fall in guter Erinnerung bleiben. Die Leute sind unheimlich freundlich, die Leute sind halt noch nicht genervt von den Filmleuten. Das kommt vielleicht irgendwann. Das heißt, wenn man hier eine Straße absperrt, dann hat man nicht sofort 10 Leute, die einem eine Bierflasche hinterherwerfen, sondern eigentlich Leute, die sich dafür interessieren, was gemacht wird und lieb fragen und so. Und das ist man wird hier sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, die Leute in der Region finden das spannend und sind da gern dran, gucken gern zu. Und das macht es für uns unheimlich einfach. Ich wollte das gerne noch mal angucken, mal so. Das ist aber halt schwierig. Ja, freilich. Ich gucke schon jeden Tag, weil ich muss auf dem Weg in den Kindergarten. Also ich gucke jeden Tag. Ja, meine Kinder gucken auch. Und die Steine und das alte Papier, also ich finde das herrlich. Also, na, super. Danke. Geplanter Kinostart soll Frühjahr 2017 sein. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Freitagssendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes und vor allen Dingen erholsames Pfingstwochenende. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Dienstagabend natürlich hier zur gleichen Stelle, zur gleichen Uhrzeit bei BLK TV. Weitere Nachrichten können Sie nachlesen auf unserer Homepage blkregional.tv oder Sie klicken sich mal rein auf unsere Seite bei Facebook. Also machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.